Hallo liebe Handballfreunde zu einer neuen Sendung von Sport in Schwerin, heute aus der Sporthalle Wismar, wo heute der TSG Wismar gegen die TuS Lindford trifft. Bei mir habe ich hier Steffen als sportlicher Fachberater. Wie siehst du das Spiel? Was glaubst du, wird uns heute hier erwarten? Also ein ganz schwieriges Spiel für beide Mannschaften werden. Die Tabellensituation ist eigentlich eindeutig, 5. gegen 11., du hast es gesagt. TSG muss sich aber heute ein bisschen strecken. Die haben die letzten Spiele nicht gut gespielt. Letzte Woche in Wolfsburg verloren beim Nachholspiel. TuS Lindford hat das Ziel ausgegeben, sich gut aus der Liga zu verabschieden. Zwar haben sie noch rechnerische Möglichkeiten, sich für die eingleisige zweite Liga zu qualifizieren. Das ist jetzt aber alles graue Theorie. Ich denke mal, wenn man sportlich das einschätzen kann, wird es nicht dafür reichen. Wird ein sehr spannendes Spiel werden, weil das Hinspiel war auch sehr umkämpft. Wismar hat lange Zeit geführt. Am Ende ist es dann unentschieden ausgegangen. Das auch zeigt, dass Lindford Handball spielen kann. Also wir werden hoffentlich ein spannendes Spiel für die Zuschauer auch erleben, ein umkämpftes Spiel mit dem besseren Sieger nachher. Gut, und Ihnen wünsche ich jetzt viel Spaß mit dem Spiel TSG Wismar gegen die TuS Lindford. So, das war der Anpfiff zur Zweiliga-Partie zwischen der TSG Wismar und TuS Lindford. Die TSG gewinnt mit folgender Aufstellung: auf links aus Marin Tegler, auf halb links Franka Kühne, auf der Mitte Lydia Mermacek, auf der halbrechten Position mit Franziska Geppler, die hier mit dem technischen Regelfehler, und auf rechts außen Stefanie Lars und am Kreis Evelyn Schulz. Hier Blockarbeit gegen die Angriffsspielerin Nummer 14 von TuS Lindford, Felicia Ilelsberger.
Auf der Mittelposition spielt die Nummer 18, Evi Hüßmann. Auf halb rechts, Vanessa Edelberger. Auf links außen, die Nummer 11, Caroline Mock. Zeitspiel angezeigt. Und vorbei geworfen von der halbrechten Position. Und rechts außen fehlt uns noch mit der Nummer 21, Alina Gasser. Auf der Gegenseite scheitert Marien Tegler. Aber es gibt einen Wurf für die TSG. Wieder Marien Tegler, die wieder scheitert, aber den sie mit herausholt. Zweimal jetzt das 1-1 gegen die Hand gesucht. Und sie mit der Schützin bei der TSG, Ludmila Jamacek. Und sie verwandelt sich jetzt zum 1-0 nach fast zwei gespielten Minuten. Einläufer bei der TuS Lindfort. Zweiten Kreisläufer hat er mit eingebracht. Und auch hier 7 Meter herausgeholt. Abwehr durch den Kreis. Evi Hüßmann tritt an gegen die Nummer 12 von der TSG, Antje Borkowski. Und auch sie verwandelt zum 1-1. In der Abwehrformation von der TuS Lindfort sieht man, dass die Halbpositionen offensiver rausgenommen werden. Was vielleicht aber auch zum Nachteil werden kann. Mit Evelyn Schulz hat die TSG eine Spielerin im Kreis, die sehr körperlich robust arbeitet, viel Sperren stellen kann. Da sollten eben halt die Spielerinnen von TuS Lindfort gut kommunizieren miteinander, dass eben halt das nicht zum Nachteil wird. Hier aber schön der Freiwurf ausgeführt, die Lücke gesehen, nach außen abgelegt und Tor durch Stefanie Lars zum 2-1. Sieben Meter erneut für die TuS Lindfort. Man sieht aber bei der TSG Wismar, die spielen deutlich defensiver. In der Abwehr. Und den hat Antje Borkowski. Evi Hüßmann scheitert. Kurze Unterbrechung, weil die Spielerin mit der Nummer 18 noch etwas Schmuck am Körper hat. Um ihr die Verletzungsgefahr für sie und auch die Mitspielerin zu unterbinden, muss sie ihn kurz ablegen, aber es geht weiter. 2-1, 4 Minuten gespielt. Und wir sehen weiter die aufwendige Laufarbeit in der Abwehr von dem TuS Lindfort. Jetzt werden auch noch die Außenspielerin mit weggenommen. Das heißt also, die TSG muss viel in der Bewegung arbeiten. Spiel 1-1, Situation suchen, Kreuzungen spielen, um hier die Lücken zu nutzen, um zum freien Torwurf zu kommen. Hier ist die Kreuzung angezogen für Franka Kühne. Freiwurf gegeben. Und die erste gelbe Karte für die Nummer 14. Auf Lindforter Seite, das ist Felicia Edelberger. Hier scheitert Ludmila Jamacek im Block. Aber es gibt Eckball, weil die. Ah, das war zu klein. Die Abwehr auf engen Raum versucht zu bespielen. Hier. Eigentlich ein Schrittfehler. Aber wieder gehalten von Antje Borkowski. Wieder dran. Sie findet gut ins Spiel rein. Aber man hat eben gesehen, auf der Seite bei der TSG, da wurde klein-klein gespielt, ohne wenig Druck.
Druck und wenig Bewegung. Das ist dann auch schwierig, dort die Spielerinnen in Position zu bringen. Auf der anderen Seite wäre es besser gewesen, weiter nach rechts zu spielen, weil da ist der Platz da. Hier war jetzt die Kreisläuferin nicht bereit auf das Anspiel und Ballgewinn für die TSG. Und gleichzeitig Fuß, deswegen der Angriff abgebrochen, unterbrochen und eine Verletzung. Aber es wird weitergehen bei Alina Gasse. Gassen. Weiter geht's mit dem Angriff vom Tusslinfort beim Stand 2:1 nach knapp 6 Minuten. Mittelposition hat eben den Spielzug angesagt. Ich denke, es wird eine Halbkreuzung für halb rechts sein. Da ist sie auch mit einem Doppelkreuz für den Halblinken. Aber wenig Abstimmung dabei. Viele Fehler. Wirkt noch ein wenig zu statisch. Ohne wirklichen Zug zum Tor. Man arbeitet zwar in der Breite, aber wenig Druck auf Tor. Und deswegen die Konsequenz. Jetzt hier das passive Spiel angezeigt. Freiwurf, den man stellen sollte, um eben halt schnell zum Abschluss zu kommen. Und Zeitspiel gegeben, weil es ihm dann doch zu lange gedauert hat. Aber der schnelle Ball von Franka Kühne vor auf Stefanie Lars und sie trifft zum 3:1, macht ihr zweites Tor. Jetzt sollte schnell nach hinten kommen, damit der TuS Limfort nicht erste, zweite Welle laufen kann. Das können sie nicht. Hier scheint man dann nicht das Mittel der schnellen Mitte spielen zu wollen. Und wieder Ballverlust. Evelyn Schulz hat versucht nachzusetzen. Und gelbe Karte für die Nummer 18 der TSG, Ludmila Jamacek. Ja, die TSG ist gar nicht dazu gezwungen, offensiv zu decken, weil wenig Gefahr aus dem Rückraum kommt. Kann man passiv hinten stehen bleiben. Die Spielerinnen in der Abwehr von der TSG sind im Innenblock relativ groß gewachsen. Körperlich auch sehr robust, sodass man wirklich schon mit Feuer kommen muss, um eben halt auch da zum Torerfolg zu kommen. Hier sieht man, wie die Maus vor der Schlange. Wie die Maus vor der Schlange spielt die. So, Antje Borkowski hat den Ball gehalten mit.